1200 Meter Marke gestartet. Kiania übernimmt sofort das Kommando. Dahinter sehen wir Magaluf an der Außenseite. Ganz außen ist es Lira vor Nashita und Initiator zunächst einmal am Ende des Feldes. So geht es unter ihrem Beifall gleich am Ziel vorbei und dann in den Scheibenstraßenbogen hinein. Bei alles andere als schneller Fahrt zeigt Kiania den Weg, führt vor Magaluf in zweiter Position. Dahinter ist es Lira als drittes Pferd. 2,5, 3 Längen sind es bis zu Nashita und 5 Längen bis zum Favoriten bis zu Initiator am Ende des Feldes. So geht es in Richtung der Gegenseite bei nach wie vor nicht allzu schneller Fahrt. Kiania in den Fährhofer Farben führt vor Magaluf eine Länge zurück. Dahinter galoppiert Lira in dritter Position. Dann sehen wir das Röttgen-Dress von Nashita und am Ende des Feldes, da bleibt nach wie vor der Favorit der Prüfung Initiator. So sind die Kandidaten in der Gegenseite unterwegs. Kiania und Frederik Tilitzki zeigen den Weg, führen vor Magaluf und Steffi Hofer. An der Innenseite ist es Lira mit Martin Seidel 1,5 Längen. Dahinter galoppiert Nashita mit Andreas Helfenbein und Philipp Minarik lauert am Ende mit Initiator. So geht es in Richtung des Schlussbogens bereits. Kiania darf nach wie vor schalten und walten, wie sie möchte. Kiania führt vor Magaluf. Dahinter ist es Lira vor Nashita und vor Initiator. Es gibt überhaupt keine Positionsveränderung, wo es in diesem Moment in den Schlussbogen hineingeht. Kiania führt vor Magaluf. Dahinter ist es Lira, liegt auf der Lauer. 1,5, 2 Längen sind es bis zu Nashita und nach wie vor 2,5 Längen bis zu Initiator am Ende des Feldes. So wird es gleich natürlich den Sprint geben über die letzten und entscheidenden 600 Meter. Kiania führt vor Magaluf. Dahinter lässt sich Lira anfassen an der Außenseite Nashita und jetzt wird auch Initiator in die Partie gebracht. Kiania marschiert. Magaluf ist aber sofort da. Kiania vor Magaluf. Dahinter ist es Lira. Nashita an der Außenseite kommt Initiator so langsam ins Rollen. Magaluf geht nach vorne. Magaluf mit Kiania an der Innenseite wehrt sich. Dahinter kommt Nashita an der Außenseite jetzt so richtig auf Touren. Kiania mit Magaluf an der Außenseite kommt Nashita. Nashita an der Außenseite mit Magaluf an der Innenseite. Kiania. Kiania kann immer wieder zulegen an der Spitze. Außen Nashita. Nashita mit dem Schwung. Nashita gewinnt hier gegen Kiania. Und dahinter ist es Magaluf vor Lira und vor Initiator. Vorläufiger Richterspruch, zweite Rennen, Preis der Spezialpferdetransporte Jean Hartzein. Siegerin ist die 4, Nashita. Auf dem zweiten Platz die 1, Kiania. Dritter die 3, Magaluf. Und viertes Pferd die 5, Lira. Ich wiederhole, vorläufiger Richterspruch, zweite Rennen, Preis der Spezialpferdetransporte Jean Hartzein. 4, Nashita, 1, Kiania, 3, Magaluf und 5, Lira.